Nach dem Derby Herner e.V. gegen Füchse Duisburg steht bei uns Hernes Kapitän Stefan Kreuzmann. Stefan, kurz deine Stimme zum Spiel. Das ist ja etwas knapper gewesen, als das Ergebnis aussagt. Wir haben auf jeden Fall ein super Spiel gesehen. Die Fans hatten ihren Spaß. 5-2 ist, glaube ich, nicht ganz gerechtfertigt. Ich glaube, dass es viel enger war über weite Strecken des Spiels, als das Ergebnis dann am Ende widerspiegelt. Aber wir haben alles gegeben, wir haben ein gutes Spiel gemacht, vielleicht auch teilweise hier und da ein bisschen Pech gehabt oder uns hat ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit vom Tor gefehlt. Aber ich glaube, alles in allem können wir zufrieden sein. Duisburg ist Top-Mannschaft, die haben ein Top-Spiel gemacht. Und war auf jeden Fall ein super schönes, starkes Oberligaspiel, was wir gesehen haben heute. Wie schätzt du eure Situation überhaupt ein? Tabelle seid ihr ziemlich dritter Platz, glaube ich, dritter? Ja, ich glaube, wir können voll auf zufrieden sein. Also ich glaube, hätte vor der Saison keiner damit gerechnet, dass wir uns über so weite Strecken der Saison da so festsetzen oben. Und wir gehen weiter von Spiel zu Spiel. Wir probieren jedes Spiel zu gewinnen und das werden wir auch weiter so machen. Wie gesagt, gegen Duisburg ist, glaube ich, kein Beinbruch, kann man mal verlieren, wenn man trotzdem gut spielt. Und die waren halt kaltschnäuzig, haben ihre Chancen genutzt. Aber wir haben keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken oder irgendwas. Spielen unser Spiel weiter und probieren, wie gesagt, jedes Spiel weiter zu gewinnen. Du bist in Duisburg geboren, wohnst auch in Duisburg. Ist dann so ein Derby für dich dann noch etwas besonderer? Ja, was heißt besonderer? Ich habe, mit 18, 19 meine ersten beiden Jahre in Duisburg gespielt. Und klar, ist immer schön, gegen seine Heimatstadt zu spielen. Aber ich glaube, sobald die Scheibe eingeschmissen wird, ist das auch weg. Ne? Also man fokussiert sich aufs Spiel und im Spiel selber ist ein Spiel wie jedes andere. Ne? Ja. Wie viel habt ihr von der Stimmung mitbekommen? Ja, Stimmung war wie immer grandios. Ne? Muss man sagen, gerade in den Derbys ist es unfassbar, was die Fans hier leisten auch auf den Rängen und uns unterstützen. Und vielen Dank da auch nochmal an dieser Stelle. Und ich glaube, das ist eine tolle Sache, die wir in Herne haben und werden das weiter so verfolgen. Jetzt gab es gerade speziell jetzt in der Begegnung mit Duisburg, gab es so ein paar Nebengeräusche. Wie viel bekommt ihr davon mit? Wie stört das die Mannschaft? Man bekommt das mit, aber uns interessiert das nicht. Also das ist, das hat mit dem Sport auf dem Eis nichts zu tun. Und was da außerhalb passiert oder was da für Nebengeplänkel gibt, das geht uns als Spieler irgendwo vorbei. Und ja, wie gesagt, man konzentriert sich halt auf seinen Job und probiert alles zu geben. Wie siehst du eure Saisonziele? Wie weit könntet ihr es schaffen? Ja, also klar, unser Saisonziel ist weiterhin Playoffs. Sieht natürlich gut aus, wir sind auf einem guten Weg, aber wir haben natürlich auch noch einige harte Brocken jetzt vor der Brust. Müssen probieren, da jedes Spiel unsere Punkte einzufahren. Und in den Playoffs ist immer alles möglich, ne? Das weiß jeder. Es ist ein ungeschriebenes Eishockey-Gesetz, da kann jeder jeden schlagen und da werden wir alles geben. Ganz kurz noch, das habe ich viele gefragt während der Saison, wie siehst du die Teilnahme von Tilburg in der Oberliga? Ich finde es überragend persönlich. Also mich freut es sehr für Tilburg. Mich freut es auch fürs holländische Eishockey, auch fürs deutsche Eishockey. Ich glaube, das ist eine Riesenchance. Meiner Meinung nach sollte man vielleicht sogar überdenken, dass die Holländer, die in Deutschland spielen, nicht als Ausländer gelten, dass sie vielleicht auch bei einem deutschen Verein unterkommen können, genauso die Deutschen in Holland. Ich glaube, das kann der Oberliga nur weiterhelfen. Es ist eine starke Mannschaft, es ist ein sehr professioneller Verein. Und ich finde es super, dass die dabei sind. Prima, dann wünschen wir euch weiterhin viel Glück im Kampf um die Playoffs. Danke, Chris Stefan.